So Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Ich habe mal wieder keinen Ton an, stelle ich gerade fest. Ja, und den kann ich auch nicht einfach so wieder andrehen. So. Ja, offscreen mache ich das ja immer ohne Ton. Ja, ich habe ja, wie ihr hier seht, mit einigen Charakteren noch nicht alles im Hard Mode geschafft. Was mich besonders nervt, ist natürlich, ja gut, mit Maggie ist egal. Selbst mit dem habe ich es geschafft. Ist im Großen und Ganzen, dass ich mit Eve noch nichts im Hard Mode habe. Und da ich gerade eh so eine riesige Streak habe, machen wir uns das einfach jetzt mal zunutze und holen uns hier was. Im ersten Floor kann ich eh noch keinen Devil Room kriegen, deswegen ist mir hier Red Heart Damage egal und es lohnt sich. Zwei schwarze Herzchen. Ja, für den Devil Room, also den Teufelsraum, sollte man im Idealfall keinen Rotherzschaden nehmen. Eigentlich sollte man gar keinen Schaden nehmen, seien wir mal ehrlich. Aber rote Herzen sind davon das Schlimmste und deswegen nope, nope, nope. Kein Schaden für rote Herzen. Da wir den hier aber. Es wird mich umbringen, ich sag's euch. Dieser Run ist vermutlich zum Scheitern verurteilt. Weil jeder Run, in dem ich Bobs Brain aufhebe, ist ein schlechter Run. Das ist tatsächlich eine Tatsache. So. Und ich bin noch nicht daran gewöhnt, dass ich nicht der Lost bin, also nicht fliegen kann. Ja, das ist tatsächlich eine Umstellung. Man glaubt es nicht, dass man sich an das The Lost sein gewöhnt, aber es ist wirklich so. Als Lost kann man fliegen und das kann ich jetzt hier nicht und das macht mir Schaden. Was ich mir wünschen würde für diesen Run, wäre zum einen Guppy, klar, weil Guppy ist overpowered und das werden wir vermutlich auch werden. Aber was ich mir wirklich wünschen würde, wäre entweder das Knife mit Quadshot mal. Oder als Alternative ginge auch, ja, das Horse für den Anfang, damit man mal fliegen kann. Passt eigentlich. Ja, komm, gehen wir weiter. Als Alternative ginge auch was anderes. Nämlich statt dem freundlichen, das war jetzt doof. Ihr seht's, ich bin nicht mehr geübt. Und vor allen Dingen, ich mache Fehler, weil ich Angst vor diesem Bobs Brain habe. Und das ist doof. Das darf nicht sein. Werde ich dann nur unverwundbar? Ich dachte, ich würde damit auch Schaden machen. Ich versuche die so zu treffen, dass ich hier ein bisschen was sprenge. Ja, genau so. So, Bomben sparen. Schlüssel haben wir keinen. Sehr, sehr schade übrigens. So, immer noch kein Schlüssel. So, ein Hammer. Ja, so fliegen können ist schon eine feine Sache in Isaac. Gebe ich zu. Ja, ich mache viel zu viele Fehler. Ihr seht es, ich bin mein schwarzes Herz losgeworden. Und das darf eigentlich nicht sein. Gerade als Eve sollte man nie auf rote Herzen sein. Ich weiß, es gibt Leute, die dann sagen, ja, ich bin viel, viel schlechter als du und du beschwerst dich, dass du super schlecht wärst. Ja, es ist halt immer eine Verhältnissache. Sagen wir es mal so. Ich bin nicht wirklich schlecht. Das weiß ich und das ist ja auch okay so. Aber das Problem ist einfach, ich kann dieses Spiel inzwischen, als ich angefangen habe, war ich noch viel, viel schlechter als ihr, glaubt's mir. Inzwischen bin ich darin eigentlich ganz gut geworden und dann nervt es mich natürlich, wenn ich hier so ein paar, ich sag mal, Anfängerfehler mache. Sag mal, ich krieg hier wirklich. Ich habe jetzt auch einen Run, in dem ich die schlechtesten aller Items kriege. So, gehen wir zurück oder springe ich hier? Rote Herzen will ich nicht. Oh! Fate! Fate ist gut. Fate hat Eternal Flight. Das bedeutet, wir können ewig fliegen. Ich behalte trotzdem das Pferd erstmal. Es ist besser als Toad on Touch. Aber das ist auch nicht schwer. Also Fade ist jetzt das erste Item, wo ich sage, ja, das ist gut. Der Rest ist eher mäßig.
Purity. Bei Purity kann ich mir nie merken, was es macht. Ich glaube, ach, Purity gibt uns ein Spirit Heart, ne? Ja. Gerade eingefallen. So, komm. Zack. Hier ist wirklich, also so normale Räume sollten mir eigentlich im Normalfall nicht große Schwierigkeiten bereiten. Wenn doch, dann mache ich irgendwas falsch beim Isaac spielen. So, ich könnte mir jetzt den Raum sparen. Normal, wenn ich Isaac wäre, würde ich jetzt sagen, ich gehe raus, um eine Aufladung für den D6 zu erhalten. Was habe ich denn eben aufgesammelt? Ich habe gerade woanders hingeguckt. Ach, eine Bombe, glaube ich. Oh, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Okay. Bye bye, Birdie macht's. Und es hat mich auch noch ein ganzes Herz gekostet. So ärgerlich. Ja, mit der Bombe werde ich dann in den Geheimraum gehen. Oder gehe ich in den Geheimraum? Ich weiß es nicht, weil es lohnt sich nicht wirklich. Ich mache jetzt erstmal. Och Gott, ja, okay. Gibt keinen Devil Deal. Leute, gibt keinen Devil Deal. Devil Deal ist ein Gerücht. Ja, bei diesem Gegner passiert es mir nämlich immer, dass ich roten Herzschaden nehme. Also nicht wirklich immer, aber fast. Ja, ihr seht's. Ja, das wäre ein Bonusherz gewesen, kann ich jetzt vergessen. Ich hasse diesen Gegner. Also, ich finde, das ist im ganzen Spiel einer der schlimmsten Bosse, neben The Bloat. Ja, und mein Vogel macht nichts. So, komm, geh drauf. So, jetzt haben wir ihn fast. Wenn der Vogel jetzt seinen Job gut macht. Ja, dass ich keinen Devil Deal bekomme, ist klar. Ja, das war auch selten dämlich. Aber ich kann echt nicht. Also, dieser Boss, da erwarte ich von euch Verständnis. Weil. Nee. Gibt keinen schlimmeren Boss als den. Außer der Bloat. Super, ich habe mir immer wieder die Arschkarte gezogen. Ah, nicht schön, nicht schön. Wer das Haupt-Let's Play hiervon gesehen hat und jetzt nicht einer meiner neueren Zuschauer ist. Ich habe mich am Anfang, so wie ich mich jetzt anstelle, habe ich mich am Anfang des Spiels angestellt. Ungefähr. Ungefähr. Ihr korrigiert mich wahrscheinlich, da warst du viel, viel schlechter oder viel, viel besser oder sonst was. Ja, aber inzwischen, jetzt wo ich auch privat halt immer mal eine Runde spiele, bin ich eigentlich halbwegs gut geworden. Aber ich spiele halt sehr viel mit The Lost. Das wird wahrscheinlich hier zu Lasten meiner Kräfte gehen, ein bisschen. Oh, und Spirit Heart. Weil man ist halt nicht gewohnt, dass man Herzen hat. Da ist ein Treffer tödlich und bei diesem Boss, wo ich eben gesagt habe, das ist der schlimmste von allen, das ist im Normalfall der Boss, bei dem ich sterbe. Also wenn ich weiß, der kommt, dann ist vorbei, wenn ich nicht gerade irgendwie ein overpowered Item habe. So, wir gucken mal. Es sind natürlich mal wieder nur schlechte Items drin. Denke, ich werde den Schlüssel mitnehmen. Damit ich zumindest auf der nächsten Ebene wieder einen hab. Und dann geht's weiter. So. Knochenkopf. An Knochenkopf habe ich mir inzwischen gewöhnt. Ich meine, der war ja immer so einer meiner Hassgegner von den Normalgegnern. Inzwischen geht's eigentlich. Ich gerate zwar als The Lost regelmäßig in Panik, wenn ich in Räume mit dem gehe, aber ansonsten bin ich da ganz zufrieden mit denen. Die haben sich aber inzwischen zu ein paar meiner Hassgegner entwickelt. Ja, genau aus solchen Gründen. Nee, eigentlich normal kriege ich von denen nicht mal Schaden. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Wahrscheinlich, weil ich jetzt kommentiere. Ich bin nicht mehr gewohnt, zu Isaac zu kommentieren. Normal ist das hier immer so meine Privatrunde. Deswegen ist ganz gut, wenn ich jetzt mal wieder ein bisschen Isaac spiele hier. Für YouTube. Ich wurde übrigens von einem Studio gefragt, ob ich daran teilnehmen wollte. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich da. Da muss ich nochmal nachfragen, wie es mit Vergütung aussieht. Weil man kriegt zwar was zur Verfügung gestellt, aber dann muss man wahrscheinlich auch dafür regelmäßig Unterhaltung bieten. Und gerade wenn ich hier mal so einen Let's Play August habe, dann kann ich halt nicht immer so. Und ja, ihr wisst ja selber, wie es aussieht.
Bumfriend, he's greedy. Dann werde ich euch jetzt halt beweisen, dass man auch mit schlechten Items einen halbwegs anständigen Run hinlegen kann. Soll ich das behalten oder nehme ich dir lieber die Gap? Ne, ich behalte... Ne, war eigentlich ein dummer Tausch, aber... Ich werde mir gleich die Liberty Cap holen. Ich will Bobs Brain loswerden. Egal an was. Da, komm. Zack, gerade mal durch Gegner durchfliegen. Ein paar von den Plätten. Und Bobs Brain. Yay. Und sogar einen Geheimraum gefunden. Das war Zufall. Dafür ist das Brain sogar mal ganz anständig. Och Mann, ich hasse es, wenn man mich rumportet. Das kann ich nicht leiden. Ah, Full Health. Ist eine schöne Pille. Die werde ich auch in Zukunft hoffentlich noch öfter finden. Und Bad Gas. Na gut. Aber hier lohnt sich's eigentlich. Hier lohnt sich Bob's Brain ausnahmsweise mal, weil da drin kann auch was Gutes sein. Ich hasse Spinnen. Sowohl in echt als auch im Spiel. Ja, ich bin Phobiker, ich gebe es zu. Warum habe ich eigentlich immer das Gefühl, ich muss irgendwas zugeben im Let's Play? Full Health, perfekt. Wieder eine Pille mehr. So. Und... Nix drin und... Na, knapp. Knapp aber geschafft. Health down, oh Kacke. Ne, Moment. Hier rechts war's. Liberty Cap. Liberty Cap wird uns helfen. Ich habe keinen Schlüssel. Ich hätte gerne einen Schlüssel. Soll ich in den... Ich mache erst den Boss, bevor ich hier in den Mob Trap gehe. Och man, das ist so ätzend mit diesem Curse. Also Curses sind echt nicht meins. Oh, komm. Dich pulverisiere ich. Und der Schlüssel, sehr schön. Faster Recharge brauche ich eigentlich nicht und Kartendoppel brauche ich eigentlich auch nicht. So ein Dreck. Teilweise ist es echt Dreck, was man hier kriegt. Also dieser Run... Es gibt Runs, in denen kriegt man Items... so viele gute Items, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was man noch kriegen soll. Der Run ist schon gewonnen. Und es gibt Runs wie diesen hier. Da hat man eigentlich gar kein gutes Item. Also ich glaube, die Full Health Pille, die wir gerade mit uns rumtragen, ist schon das beste Item, was wir haben. Nein, das stimmt nicht. Fate ist gut. Fate ist wirklich klasse. Ne, Mom's Pearl nämlich... Nehme ich Mom's Pearl? Doch, ich nehme Mom's Pearl. Weil damit haben wir eine erhöhte Chance auf Spirit Hearts. Und ich habe gerade nicht auf die Viecher geachtet. Und wurde getroffen. Und Spirit Hearts sind einfach geile Items. Aber es ist auch richtig schön, hier mal getroffen werden zu dürfen. Und es, ich möchte nochmal auf euch darauf hinweisen, wenn ihr jetzt sagt, der Wolf spielt total schlecht, spielt es mal mit Kommentieren. Glaubt mir, es ist was anderes. Es ist wirklich arg was anderes. Was hier ist noch ein... Ah. Bibliothek. Das gefällt mir wiederum. Weil hier könnte ich eventuell uns ein gutes Item rausziehen. Book of Revelations. Book of Belial, Belial und Book und die Bibel. Ich habe mich jetzt entschieden, die Flügel habe ich ja durch The Fade E. Ich werde das Book of Revelations mitnehmen, nicht nur, weil ich dadurch Spirit Hearts ohne Ende kriege, sondern auch, weil es über eine ganz besondere Anziehungskraft für die Reiter verfügt, was im Endeffekt so viel bedeutet wie, ich habe eine Chance, den Dings zu kriegen. Super Meat Boy. Oder eben Bandage Girl, Bendo Bondage Girl an den lieben Zero. Bando Bondage Girl, Bestes und Agent Gay. Das sind die Besten.
ist durch einen sehr merkwürdigen Versprecher von mir zustande gekommen. Und ich finde, das sollte jeder behalten. Jeder sollte sich so ein Bendo Bondage Girl behalten. Sehr schön. Einer explodiert und der nächste explodiert und alle sind tot und schweigen ist der Rest und ja. So ist das hier bei The Binding of Isaac. Und der arme Greedy, der kommt nicht hinterher. Armes, armes Greedy. Und die Pestilenz, ich sag's ja. Wenn man dieses Buch hat, dann ist die Chance, dass der Reiter, dass ein Reiter erscheint, deutlich höher. Und ich hoffe jetzt einfach mal darauf, dass wir den Meat Boy erschaffen können, weil den habe ich noch nicht. Ich habe tatsächlich noch keinen Meat Boy gebaut. Und dass wir gerade noch kein einziges Damage abhaben, liegt mir auch etwas zu Lasten. Also seht ihr, wie viele Schüsse ich brauche, um so eine dämliche Spinne zu töten. Das sollte im Normalfall nicht der Fall sein. Oh, Bendis Girl, yes. Und Guppy Zed. Marma. Ist hier drin? Fleiß. Und ich werde auch mein Herz opfern. Ach, das ist schön. Ich bin jetzt auch dauerhaft die Hure von Babylon. Das habe ich ganz vergessen. Jetzt muss ich kurz mal offscreen tippen. Es tut mir leid. So. Boss Trap? Nee. Lohnt sich noch nicht. So. Ich hoffe ja drauf, dass wir Guppy werden. Wenn hier jetzt noch der Stein drin ist, ist super. Nee, ein Spirit Heart ist auch klasse. Ist man gar nicht mehr so gewohnt, dass man Spirit Hearts gebrauchen kann. Oh, und ein Heal ab. Bald ich die Full Heal. Auch wenn ich keine Herzen besitze und vermutlich auch nicht so schnell wieder neue kriegen werde. Und falls ihr euch fragt, warum ich Guppys Head gekauft habe, wenn ich ihn doch eh nicht mitnehme. Ganz einfach. Weil ich Guppy werden will. Was kriege ich hier gerade so viel Schaden? Und eine Trollbombe. Oh Gott. Ich weiß, also Leute, falls ihr euch fragt, was gerade mit mir los ist, mir tut irgendwie gerade mein Auge weh. Ich glaube, ich habe da was reingekriegt. Ah. Das ist jetzt keine faule Ausrede, das ist wirklich wahr. Ach, ist ein unschönes Gefühl. Und jetzt kann ich aber nicht mehr in den Boss-Trap. Doch, solange ich mein Herz nicht auffülle, könnte ich immer noch in den Boss-Trap. Mit dem Dings besiegt. Mit dem Ball of Bandits. Die Viecher könnten mir ruhig mal ein bisschen was zerschießen und mein Auge tränt. Ah. Aber ich kriege sie trotzdem platt. Trotz tränendem Auge. Schlüssel wäre schön. Ah, komm, spuckt alles aus. Ha. Ah. Gönnt euch nix. Pass Spideys hier oder Spinnennester. Ja, kommt. Jetzt übertreibt es aber. Dafür, dass ihr mir so schlechte Items gegeben habt, gebt ihr mir jetzt hier gerade auch so einen viel zu einfachen Gegner. Der Hollow ist... Ich krieg keinen Teufelsdeal. Tears up, Shot Speed down ist in Ordnung. Ja, komm, dann heile ich mich. Ist mir gerade wurscht, ob ich jetzt nicht mehr in den Raum reinkomme da oben. Oh, die Lust. Ach, kacke, jetzt bin ich ja nicht mehr die Hure von Babylon. Jetzt ist mein ganzer Schaden ja weg. Das habe ich ganz vergessen. Mein Schaden geht ja. Ist sehr vergänglich, Schaden. Aber du hast, glaube ich, wieder ein bisschen was für... Ja. Perfekt. Spirit Heart, eine neue Full Heal und Lockdown. Es ist sehr schade, dass wir keinen Devil Deal gekriegt haben. Wahrscheinlich, weil wir noch zu wenig Herzen hatten. Obwohl, eigentlich sollte ich trotzdem einen gekriegt haben. Hätten. Dingsen. Und The Hollow war kein Reiter. Das berührt mich sehr. Ich hätte mir einen Reiter gewünscht. Einen der Reiter der Apokalypse. Ja, sammel du einen. Greedy.
Greedy. Greedy Bun. Der heißt ja Bun. Bun Friend. Warum heißt er eigentlich Bun? Ich dachte, Buns wären diese Burgerbrötchen. Wolf, spiel doch einfach noch schlechter. Aber ich sage, ich hab's von Anfang an gesagt. Wenn mich was tötet, dann wird es dieses Bobs Brain sein. Und dabei bleibe ich. Bobs Burgers wird mich töten. Hab die Serie mal gesehen, die ist kacke. Also ich finde die kacke. Ich weiß nicht, warum Viva das so als Serienerfolg dargestellt hat. Das ist schlecht. Das haben die wahrscheinlich gerade billig eingekauft und gesagt, ja, das ist voll toll. Aber Willkommen in Gravity Falls macht der Disney Channel nicht weiter. Ja, Wolf guckt Disney Channel. Aber nur Willkommen in Gravity Falls, weil die Serie ist cool. Wenn ihr mal irgendwie einen Nachmittag Zeit habt, dann setzt euch wirklich mal hin und guckt mal die erste Staffel von Willkommen in Gravity Falls. Ich habe Zero die erste Folge gezeigt, in der Tat. Und Zero wollte sofort mehr. Oh, I can see forever. Der wollte in der Tat direkt mehr und kann ich verstehen, weil die Serie. Es gibt kaum eine Zeichentrickserie, die so genial ist. So, der Raum darf hier an nichts angrenzen, in dem sich das letzte befindet. Ja, ich gucke jetzt nach dem geheimen Raum. Ja, der wird wahrscheinlich da unten sein. Hier. Was? Nein? Ist der hier? Nö. Okay, dann ist der unten beim Boss. Hätte ich mir den Weg sparen können. Ich nehme jetzt schon 20 Minuten auf und bin überhaupt nicht vom Fleck gekommen. Es wird mal wieder ein sehr, sehr langer Run mit sehr, sehr langem Dings. Bin heute redegewandt wie sonst schon lange nicht mehr. Oh, Store Credit. Das ist gut. Jetzt brauche ich davon leider nichts. Ich behalte den mal. Ich lass mal Mom's Pearl hier. Brauche ich nicht unbedingt. Nehme ich für den nächsten Shop. Weil Store Credit erlaubt uns einfach bloß ein Item zu kaufen. Egal welches. Kostet alles nichts, aber es verschwindet danach wieder. Das ist das Problem. Und hier ist wieder Maze angesagt. Diese Schädel sind eigentlich total toll. Wenn die Boss, also nicht die Boss, aber die normalen Gegner da nicht rausgekommen würden. Jetzt hätte ich gerne mein Brain. Los, komm, flieg, Brain, flieg! Ich hasse das rote Feuer, weil das rote Feuer kann schießen, wie ihr seht. Und das ist total gemein. So, Full Heal oder Tür of Clubs. Ich nehme Tür of Clubs, verdoppeln meine Bomben. So, du. Komm mal in die. So, ja, ich wollte die Schädel sprengen, weil da können auch schwarze Herzen bei rauskommen. Und die hätte ich gerne. Greed Heads. Warum Greed Heads? Greed Heads finde ich voll toll. Das hat noch nie irgendwer gesagt. Ich finde es gerade. No! Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt keinen Eternal Flight. Dann hätte ich mich richtig geärgert, weil dann hätte ich gerade ein ganz. Nee, auf der Level, glaube ich, auf dem Level, glaube ich, sogar zwei Herzen verschwendet. Ohne irgendwas zu bewirken. Nee, ich verliere immer noch nur ein halbes Herz. Es ist so ätzend. Curse of the Maze kann richtig doof werden. Ich hoffe, ich kriege eine Black Candle. Black Candle hebt die Curses auf. Ja, Bomben habe ich genug. Geister. Weißbrot. Na, wo bist du? Da bist du. Und welche Karten? Die Stars, yays. Ich hätte es mir denken können, dass es wieder kein gutes Item gibt. Aber das hier ist gut. Was weniger gut ist, ist die lilane Flamme. Die musste weg. Die musste ganz dringend weg. Weil die kann Homing Tears schießen, also verfolgende Tränen. Und das ist böse. Yay. Skelette, Wasserleichen,
Und Geister. Also Geister sind wirklich unliebsame Gegner für mich. Einfach weil sie schinden erstens Zeit und zweitens sind sie total schwer zu besiegen. Weil sie halt permanent wegfliegen. Sie sind nicht stark, aber sie sind so dermaßen nervig. Bist du genervt? Ja, bin ich. Problem mit meinem Brain. Bob's Brain. Und einen Raum brauche ich noch, bis ich wieder. Oh. Ich wieder aufladen kann. Ich mag diese Masken nicht. Gut. Wenn noch ein Herz übrig ist, ist es okay. So, und wieder mein Herzchen machen. Schlüssel mitnehmen. Aber wir kriegen den Meat Boy oder eben in dem Fall nicht Meaty, sondern Band of Bondage Girl leider nicht zusammen, fürchte ich. Dafür wird es nicht mehr reichen, weil wir haben jetzt. Wir kriegen nur noch zwei Bosse. Und ich fürchte. Also wenn, dann ist es maximal einer, würde ich sagen. Wenn es zwei sein sollten, wäre das natürlich cool, aber selbst dann ist es nicht der vollständige. Oder die vollständige. Weil dafür braucht man dummerweise vier und wir haben keine vier. Und mein weniger Schaden geht mir gerade dezent auf den Keks. Also ich hoffe, da ist jetzt Champion Bell. Ach so, ich habe gar kein Geld mehr. Egal, kann ich mir rausspringen. Stimmt, ich habe hier Kohle und ich nehme mir das hier. Der ist immer Option. Bisschen spät für dieses Item, aber richtig cool. Jetzt haben wir nämlich die Auswahl, was wir für ein Item nehmen wollen. Und das ist von Vorteil. Kannst du nicht auch? Du bist zwar nur ein normaler Gegner, aber du könntest dich genauso schlecht anstellen wie ich. Du dürftest mir ruhig auch hier ein Cube of Meat geben. Ja, hier ist der Reiter. Also bei dem werde ich auf jeden Fall den Bandage Girl aufleveln, wenn ich kann. Also klar kann ich, weil der spuckt auf jeden Fall den Ball of Bandits aus. Trotz der ist mal Option. Ja, komm. Der kann nix. Der kann echt nix. Und weg. Und immer noch kein Devil Deal. Also ich nehme auf jeden Fall den Ball. Jetzt seht ihr ja, jetzt habe ich hier schon das Girl hinter mir herfliegen. So, zack. Ja, dir bezahle ich meine Herzen. What a horrible night to have a curse. Yep. Vielleicht kriegen wir. Ja, das ist noch ein halbes Herz. Ich nehme gerade viel Schaden. Das ist doof. 48 Stunden Energy. Geil. So. Ja, ich mache mir gerade wieder einen Curse. Gebe ich dir noch eins? Oh ja, also nee, ist Missing Page. Missing Page ist nicht so toll. Warum ich oh ja gesagt habe, ich dachte erst, es wäre der Dark Contract. Oder Contract from Below heißt der. Das ist wie 1 plus 1 free, das heißt, man kriegt Items immer im Doppelpack. Ich hatte noch nie bei. Also, ich habe einmal die Gelegenheit gehabt, beides zu nehmen, habe mich aber dann für ein anderes Item entschieden. Im Shop als 1 plus 1 free, weil ich ja schon das andere hätte. Wäre es dann tatsächlich so, dass man dann die Sachen vierfach kriegt, oder wie sieht's aus? Es wäre ja schon ein bisschen overpowered, oder? Für mein Empfinden. Ich bin die Hure von Babylon. Und niemand kann mich aufhalten. Nur ich nehme dir alles weg, was du hast. Oh, ich bin instinktiv richtig gelaufen. Das ist schön. Derb. So, hier kriegst du eine Bombe von mir.
Nichts Gutes. Der Champion Belt. Oh, noch ein Herz. So, komm. Und Champion Belt. Challenge ab, aber auch Damage ab. Ah, Bouncing Tears. Ja, nehme ich gerne. Jetzt können unsere Tears nämlich so schön bouncen. Das ist cool. Und ich kann mal hier wieder ein Herz hinzufügen. Und mal kloppen. Also Mom ist hier, glaube ich, ein sehr, sehr kleines Problem für uns. Und ich lasse mich trotzdem von ihr treffen. Das ist das Traurigste daran. Dass ich trotzdem von ihr getroffen werde, obwohl sie kein Problem ist. Da hast du gedacht, hä? Mami. Und der Devil Deal. Ich gehe auch in die Hölle. Höllenweg. Guppy's Paw und Little Brimstone. Guppy's Paw werde ich auf jeden Fall nehmen. Und Little Brimstone auch, komm. Jetzt sind wir fast Guppy, aber wir kriegen. Doch, hier können wir, glaube ich, sogar nochmal einen Devil Deal bekommen. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass ich jetzt Little Brimstone als Unterstützung habe. Oh Mann, ich hasse dieses explodierende Brain. Es geht mir so auf den Keks. Ich wusste, ich hätte es nie aufsammeln dürfen, aber es ist ja am Anfang ist es ein gutes Damage-Up. Aber später ist es halt einfach nur noch total doof. Little Brimstone ist so genial als Unterstützung. Marma. Broken Teleporter. Werde ich auf keinen Fall jetzt aufsammeln. Obwohl, warum eigentlich nicht? Ich habe gerade nichts anderes. Ich kann ihn ja dann wieder wegwerfen, ne? Und ich käme hier um die Kämpfe rum. Andererseits war vielleicht eine schlechte Idee, weil ich habe, glaube ich, eh bloß zwei Gegner hier. Aber egal, damit kann ich mich dann einmal random hier rumteleportieren. Ist auch okay. So, komm. Oder nee, hier kriegen wir drei Gegner. Ja, du noch. Ach, die schnellere Version. War's mal. Jetzt zeige ich euch mal den Effekt von Broken Teleporter. Wenn ich mein Spacebar-Item auslöse, lande ich in einem anderen Raum. Ist jetzt nicht so das Traum-Item von Pilz und Pheromone. Ich behalte mal Pheromone, weil Full Leaf bringt es mir derzeit nicht, da ich eh kein Leben habe, das man aufladen kann. Erstmal den und dann den. Oh, Hierophant, schön. Ich lasse mich sogar treffen. Also Devil, die kann ich wahrscheinlich knicken. Ich habe so viel Geld und ich weiß nicht, wohin damit. Oh, ich habe die Bomben liegen lassen. Brauche ich Bomben? Nee, eigentlich nicht. Ich finde es ein bisschen doof, dass ich hier nichts sehe. Weil ich sehe hier ja echt überhaupt nichts. So, komm. Joken. Ich habe eigentlich gehofft, ich würde irgendwie in der Nähe vom Bossraum landen. Weiß auch nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Also immer nach rechts. Bin immer nach rechts gelatscht und da war, glaube ich, ganz gut. Ja, hier sind wir stehen geblieben. Kann man Bob Spray noch irgendwie wieder abwählen? Ich will das nicht mehr. Es darf gern bleiben, wo der Pfeffer wächst. So, Full Health und Full Health. Nehme gleich für meinen Pheromonen. Die Roten haben extrem viel Leben, aber sind nicht besonders stark. So, du noch. Und der Wolf lässt sich nach wie vor treffen.
Oh, sogar noch ein Eternal Heart. Und noch ein. Okay, dann kriegen wir zumindest die Semi-Version. Das ist auch okay. Von Bando Bondage Girl hatte ich auch noch nicht. Die heißt nicht Bando Bondage Girl. Die heißt eigentlich nur Bondage Girl, aber ich nenne sie aufgrund eines Versprechens von mir Bando Bondage Girl. Och weh, du gibst mir nicht mal hier den. Du bist doch. Ja, so wird man hier behandelt. Und übrigens, was ich gesagt habe, dass ich den Utero nicht ohne Schaden geschafft habe, nehme ich zurück. Es stimmt nämlich nicht mehr. Ich habe tatsächlich den Utero bereits ohne Schaden durchlebt. Das letzte sichtbare Achievement, was mir fehlt, ist tatsächlich hier Meat Boy fertig zu kriegen. Nö. Ich nehme diesen Preis nicht an. Was, war das nicht hier die Taste? Doch. Nein, den nehme ich nicht. Das werde ich auf jeden Fall tun. 48 Stunden Energy. Gerade wieder aufladen und mit den Pheromonen weiter. So, weil die Eis können mir tierisch auf den Keks gehen. Was? Die es wirkt, Pheromone wirken nicht auf Augen? Warum? Weil sie nicht riechen können? Beginnt wie der schlechteste Witz der Welt. Ja, ich bin Isaac. Hast du feiner Gantmodi? Nein, ich bin Eve. Ich bin die Transvestiten-Version deines Sohnes und ich werde dich töten. Also nicht, dass ich was gegen Transvestiten hätte, weil Crowbaby hatte ich noch nicht. Ah, cool, dann habe ich das jetzt. Und die Spiele von Zero stehen mir zur Verfügung, was bedeutet, er ist gerade mit Spielen fertig und das heißt, er wird vielleicht gleich anrufen. Naja, dann habt ihr ihn halt hier noch mit dabei jetzt in der Sheol. Nö. Ich erkenne diese Gegner nicht an, die nur Zeit schinden wollen. Keine Chance, aber Hauptsache mal hier irgendwie auf den Keks gehen. So wie die da. Nö. Da sage ich einfach, nö, will ich nicht. Ich habe genug Bomben. Ich muss mir das nicht geben. Ich habe vergessen, dass die auch Explosive Flies produzieren. Und mein Brain ja jederzeit zurückkommen kann. Also Nahkampf ist echt nicht so ideal gerade. Aber ich mache es trotzdem, weil ich doof bin. Aber wir werden vermutlich Guppy werden. So viel kann ich euch versprechen. Bis zum Ende des Spiels. Ja, und jetzt kriege ich zu so später Stunde noch The Rock. Jetzt schieße ich langsamer. Aber dafür bin ich stärker. Und diese hier sind keine Champions mehr. Ohne Champions sind die eigentlich voll okay. Oh, oh. Immer hier ein bisschen von dem Laser Abstand nehmen. Ja, komm, mach halt. Elendes Mistding. Sowas meine ich. Die schinden dann nichts als Zeit. Ja, das war klar, dass ich hier wieder was abkrieg. Diese Augen. Bumm und tot. Und noch ein Schlüssel. Achso, ich kann hier mal wieder... Mehr von euch. Yay, weil ich Loki doch so lieb habe. Ja, ich mag Loki eigentlich wirklich. Loki ist cool. Ich habe ja festgestellt, dass das leider nur in der... im Community Remix vorkommt, die Verwandlung zu Loki. Finde ich schade, weil... da möchte ich an Edmund Macmillan doch mal... eine kleine Bitte richten. Wenn irgendjemand von euch da irgendwie einen Draht zu hat oder auch nicht, egal. Meine Bitte wäre, dass man tatsächlich mal diesen Community Remix Loki Verwandlung, dass man die mal einbaut. Oder auch Tammy oder so. Vielleicht spiele ich auch mal den Community Remix von Isaac. Allerdings, ja. Ice Rebirth ist doch ein bisschen besser als der Community Remix.
Vor allen Dingen wurde sehr viel aus dem Community Remix in Rebirth übernommen, deswegen wäre es nicht so arg viel Neues für euch. Aber vielleicht, man kann ja mal hoffen, dass da vielleicht nochmal ein Upgrade kommt. Und hier ist wieder das Problem mit dem Nahkampf. Ich muss hier immer in Bewegung bleiben, aber nicht in den Nahkampf gehen. So, hier ist Geheimraum. Würde ich mal tippen. Nein. Okay, Versuch war es wert. Mehr von euch. Der eine greift den anderen an. Und die ganze Affenbande brüllt. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat den Tinted Rock geklaut? Destruction brauche ich nicht. Oliv brauche ich aber auch nicht, aber bleibe ich bei Destruction. Ach moin du. Die habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. So mit deinen springenden kleinen Mistfreunden. Ist blöd, ich habe da Konzentrationsschwierigkeiten, weil ich mich nicht auf so viel Zeit gleich konzentrieren kann. Oh, das wird jetzt verdammt knapp. Gegen Satan. Da muss ich mich jetzt sogar mal gut anstellen. Nicht, dass ich hier doch noch sterbe. Das wäre tragisch. Das wäre echt tragisch. Wenn ich hier jetzt noch sterbe, das wäre übel. So, komm. Bist doch eh schon tot. Danke. Ich habe auch sehr wenig Protection gerade. Nein, das wird nichts. Ich fürchte, ich kann Satan in diesem Run nicht schlagen. Ist für mich als jemand, der Satan schon des Öfteren gekillt hat, natürlich extrem tragisch. Obwohl, es wird knapp, es wird knapp, es wird verdammt knapp. Das Problem ist, dass ich nicht Gabby's 9 Lives habe, wo ich jetzt sagen könnte, ja, da kann ich nochmal was rausholen. Oder irgendeine andere Art von Protection oder Rebirth. Habe ich alles nicht. Das heißt, er ist tot. Das war knapp. Dann will ich hoffen, dass jetzt in einer der Chests Dings drin ist. 9 Lives. I can see forever. Was ist mir jetzt? Hilf ab. Okay, Hilf ab ist zumindest ein kleiner Anfang. Ihr seid kein Anfang. Und was? Noch mehr Spinnen. Und du. Dich habe ich ja besonders gern. Warum haben sie mir nicht gleich nochmal Satan hier hingesetzt, hä? Nein, der ist schon... Also dadurch, dass wir Lil Brimston haben, ist der schon ganz okay. Und da sind wir tot. Leute, ich bin tatsächlich als Eve gestorben. Leute, lasst mir in den Kommentaren einen Daumen nach oben. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir vielleicht wieder Isaac spielen. Bis dann, euer Wolf.